Und das, was ein Content Creator eigentlich nicht machen möchte, ist über Spiele sprechen, wenn sie nicht gut sind. Und viele YouTuber machen das auch seit langer Zeit nicht mehr. Und das ist das Kernthema des heutigen Videos. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich hoffe, ihr seid genauso viel in Weihnachtsstimmung wie ich. Bei mir ist es gefühlt so, dass ich gar nicht realisiere, dass demnächst Weihnachten ist. Es ist so viel aktuell zu tun. Der Dezember war absolut heftig. Es sind Videos zu schneiden, Ich habe ja Loot Gaming als nagelneuen Premium-Partner, da war Verhandeln angesagt. Ich wollte nämlich gerne ein Produkt zum Beispiel haben, was für euch als Community gut ist, was mir gefällt, wo ihr einen Vorteil von habt. Und da fange ich auch direkt mal mit an, Leute, als kurze Info. Ich mache auch gar keine Werbung, es geht einfach ganz schnell. Wenn ihr bis jetzt Sonntag bestellt, das heißt ab diesem Tag, wo ihr das Video seht, noch einen Tag und ein paar Stunden. Wenn ihr bis Sonntag bestellt, bekommt ihr eure Pakete garantiert noch zu Weihnachten. Normalerweise könnte man als Content Creator sich ein richtig entspanntes Leben machen. Activision und andere Spielehersteller produzieren die Spiele, verkaufen die Spiele. Wir spielen die Spiele, wir Content Creator, ob groß oder klein. Und ihr als Community und egal welche Community man hat, seid ja richtig gierig auf Wissen, auf Unterhaltung, auf Spaß. Es gibt so viele Sachen, die man als Content Creator machen kann. Und das, was ein Content Creator eigentlich nicht machen möchte, ist über Spiele sprechen, wenn sie nicht gut sind. Und viele YouTuber machen das auch seit langer Zeit nicht mehr. Und das ist das Kernthema des heutigen Videos. Ihr habt euch ja mit Sicherheit, und ich sehe es auch in den Kommentaren, die letzten Tage und Wochen immer öfter gefragt, warum werden so gravierende Probleme, und es ist egal, ob das jetzt Black Ops Cold War ist, letztes Jahr Modern Warfare, Cyberpunk 2077. Leute, ihr habt gesehen, wie sehr ich mich auf dieses Spiel gefreut habe. Ich habe es vorgestern wieder zurückgeschickt und kriege mein Geld dafür zurück, weil sich Cyberpunk auf der PlayStation 4, genauso wie auf der alten Xbox Series, nicht starten lässt. Wenn es startet, hat es so viel Bugs, das habe ich noch nicht gesehen, dass ich es gar nicht spielen konnte. Einigen Leuten hat Cyberpunk die Konsole geschrottet. Dieses Spiel ist nur für Next Gen entwickelt worden. Sie haben es trotzdem für Old Generation verkauft und kriegen jetzt die Quittung. Cyberpunk wurde sogar aus dem Sony Store rausgenommen, weil das Spiel so schlecht gemacht ist. Und es gab nicht allzu viele Content Creator, die darüber wirklich gesprochen haben. Dazu kommt, wenn wir uns Black Ops Cold War angucken und Modern Warfare, dann kann man ja gerade bei Black Ops Cold War aktuell eins festhalten. Der Start von Black Ops Cold War mit der Alpha, mit der Beta und mit dem Release von dem Game vor 4 Wochen war ja nun alles andere als perfekt. Also wirklich alles andere. Unzählige Bugs, unzählige Fehler, Dinge, die nicht gut aussehen, die Grafik, es gibt hunderte Sachen und ich möchte nur die wichtigsten einmal nennen. Die Grafik ist von Anfang an nicht mal annähernd mit Modern Warfare zu vergleichen. Das mag verschiedene Gründe haben, es soll erstmal nur um die Themen gehen, die man generell als Content Creator und gerade als Großer eigentlich auch mal pragmatisch ansprechen müsste. Denn zum einen wollen wir euch natürlich Content liefern, der euch unterhält. Ihr sollt diese 8 bis 12, 13 Minuten euch das Video angucken, sollt ein Like dalassen, sollt es natürlich teilen, einen schönen Kommentar schreiben und Spaß daran haben. 10 Minuten hier Unterhaltung, 10 Minuten da Unterhaltung. Der Meister der Unterhaltung ist Haptic, Leute, mit Abstand. Ich habe noch nie einen Content Creator gesehen, der in so einer Frequenz, mit so einem Erfolg, so witzige, unterhaltsame, coole Videos macht. Aber auch Haptic ist jemand, der relativ schnell unter dem Pantoffel von Activision stand. So zumindest war der Eindruck von vielen. Ihr habt sein Video letzte Woche gesehen, er hat sich von seinem Content Creator Code getrennt. Ich habe meine Partnerschaft mit Call of Duty gekündigt. Es gibt ganz viel Fehler in Cold War, in Black Ops. Die neue Season ist rausgekommen. Was ist passiert? Die ersten 12 Stunden konnten PC-Spieler die neuen Inhalte von Black Ops Cold War nicht spielen, weil das Update so fehlerhaft war, dass es die Sachen nicht geladen hat. PlayStation 4 und PlayStation 5 Spieler haben 12 Stunden lang unglaubliche Lags gehabt, sobald sie gespielt haben. Warum war das so? Weil das Update nicht ordentlich war. Es gab also nach dem großen Season 1 Update noch ein zweites Update mit 2 GB, wo diese Bugs behoben worden sind, die dann durch die Community erst herausgefunden worden sind. Ohne Witz, Leute, ich kann niemanden verstehen, der sagt, er macht Call of Duty Content und spricht diese Probleme nicht wenigstens an. Und ich weiß, und die kleinen Hater können ihren Dislike-Button genau vor sich sehen und sind mit dem Finger schon dran. Ich weiß, dass ich einige bei mir habe, die sagen, du willst es doch nur schlecht reden, du redest es immer nur schlecht. Leute, davon hab ich doch gar nichts. Warum soll ich das Game mit Absicht schlecht drehen? Für mich wäre es doch der einfache Content, wenn es alles gut wäre. Wenn ich die Waffenstats durchgehen könnte, die Streaks, die Maps.
Jedes Mal, wenn ich einen Zeitplan für eine Woche habe, wie ich meine nächsten Videos aufbauen will, kommt so ein Hammer wie bei der Season 1. Dazu kamen jetzt die Bugs, die Helikopter mit den Minigun-Schützen sind aus Warzone wieder rausgenommen worden. Warum? Weil es einen einfachen Bug gibt, den ich euch jetzt nicht erklären werde, wodurch die Spieler, die im Helikopter waren, sich einfach unsichtbar machen. Das heißt, die Spieler in Warzone machen sich unsichtbar, laufen unsichtbar durch die Gegend und können euch töten. Das ist ein Bug mit diesem Heli, der neu eingesetzt wurde. Wo ich mich frage, gibt es keinen in diesen Entwicklerstudios, die diesen Heli da mit dem Avatar und mit dem ganzen Images einprogrammieren und dann einfach mal 3 Runden spielen und gucken, funktioniert das? Wenn ich alleine da reingehe, zu 2, zu 3, zu 4, wenn er abstürzt, wenn er startet, was passiert dann? Das wird anscheinend gar nicht mehr getestet. Wir kriegen die Updates, es ist alles irgendwie falsch an dem Update und dann kommt irgendwann noch ein Update, weil man gemerkt hat, oh Mist, wir haben Scheiße gebaut und dann kommen die nächsten Sachen. Wie blöd kann man sein? Diese Integration von den Waffen aus Black Ops Cold War ist in Warzone jetzt reingekommen. Und durch diese Integration hat jeder gedacht, oh cool, wir kriegen die Waffen, die wir aus Cold War haben, werden sich ja ähnlich verhalten. Pustekuchen. Die Rückstoßkontrolle ist komplett anders, die Visiere sind irgendwie plötzlich komplett anders. Die Waffen in Cold War laden nicht richtig nach. Wenn ihr die nachladet, geht die Animation teilweise noch 2-3 Sekunden. Obwohl die Waffe euch anzeigt, dass Munition drin ist und ihr schießen könnt. Manche haben den Fehler gehabt, dass sie gar nicht erst nachgeladen hat und wenn sie leer war, war sie leer. Es gab mit dem Update von Season 1 ungefähr 1 Milliarde Fehler und Probleme, die gekommen sind. Und ich habe in die YouTube-Welt geguckt und dachte, Leute, da wird ja jemand irgendwie drüber sprechen. Und all diese großen Content-Creator verlieren kein großes böses Wort mit Ausnahme Exclusive Ace. Drifter, jemand, den ich über Jahre gefeiert habe, weil er Dinge kritisch gesehen hat, ähnlich wie Nero Cinema, sagt kaum ein böses Wort und hat bei Twitter einfach geschrieben, na gut, dann spiele ich halt in ein paar Stunden erst. Und dann habe ich lange überlegt, warum die Leute so ruhig mit dem Thema sind, weil es sind Dinge, die einfach gar nicht gehen. Es kann nicht sein, dass die Season um eine Woche verschoben wird, man weiß seit Monaten, wann die Season 1 rauskommen soll und dann kriegt man es nicht mal hin, zu diesem verschobenen Termin das Update ordentlich zu haben. Ihr habt es ja vor ein paar Wochen mitbekommen, die großen YouTuber haben einen Content-Creator-Code bekommen. Drifter, Scumpy, was weiß ich, wie sie heißen. Diese Content Creator verdienen 5% von dem, was ihr ausgebt, wenn ihr im Shop in Call of Duty einen Skin kauft, eine Waffenblueprint, Tracer Packs, wenn ihr den Battle Pass kauft. Ihr könnt dann immer schön unten eingeben, zum Beispiel Shappy, Drifter, ich habe persönlich keinen, Drifter und. Diese Content Creator verdienen daran 5%. Und jetzt denkt man erstmal, okay, wenn ich mir einen Battle Pass für 10 Euro kaufe, dann verdient der da irgendwie nachher 50 Cent dran. Das ist ja nicht viel. Aber ihr müsst überlegen, Leute, das sind riesige Content Creator. Und nur um euch ein kleines Beispiel zu nennen, wie viel Umsatz man als großer YouTuber mit seiner Community machen kann. Ich habe 12.116 Abonnenten zu diesem Moment. Ich habe in den letzten 4 Wochen ungefähr 1.000 Abonnenten gemacht. Vielen Dank dafür. Ich bin seit einer Woche mit Loot verpartnert. Ich habe ein bisschen Werbung dafür in einem Video gemacht und auf Instagram ein bisschen. Bis heute haben wir über 40 Verkäufe von Boostern über meinen Code. Ich habe eine kleinere Community. Ich habe keine 1,5 Millionen Abonnenten. Jetzt überlegt, wie groß diese Masse ist, wenn ihr meine Abonnentenzahl mal 10 nimmt, dann seht ihr bei 120.000. In die Richtung John Rage. John Rage noch ein bisschen größer, der auch sehr viele Aufrufe hat, auch mal 10 genommen. Dann wären das ungefähr 400 Verkäufe mit dem Code. Jetzt geht noch ein bisschen weiter. 1,2, 1,3 Millionen. Drifter zum Beispiel, Scumpy oder. Dann sind wir nicht mehr bei irgendwie 40 oder 400 Verkäufen, sondern bei 4000 Verkäufen. Und zwar jeden Monat beim Battle Pass, bei den Tracer Packs und. Das heißt, die verdienen monatlich tausende Euro mehr damit, dass ihr mit deren Code etwas kauft. Und generell finde ich diesen Creator-Code als Idee eher super. In Fortnite gibt es den seit Ewigkeiten. Und warum solltet ihr als Community, wenn ihr den gleichen Preis bezahlt, nicht die Möglichkeit haben, euren Lieblings-YouTuber oder eure Lieblings-YouTuber in der Mehrzahl, falls es mehr sind, mit so etwas noch zu unterstützen? Wenn das für einen kleinen Content-Creator für mich im Monat bedeuten würde, ich würde 100 Euro mehr bekommen, dann wäre das eine Masse Geld und dann würde ich das cool finden. Aber natürlich sind diese Content-Creator auch dazu angehalten, dadurch genau zu überlegen, kritisiere ich Activision, kritisiere ich das Game, mache ich Content, der auch darauf ausgelegt ist, meiner Community ehrlich zu sagen, kauft den Battle Pass nicht, es lohnt sich nicht, kauft das DLC Pack nicht damals, kauft die Tracer Packs nicht, kauft das Spiel nicht. Probleme, die in dem Game einfach klar sind, werden ignoriert. Das ist der erste Grund. Activision hat mit diesen Content Creator Codes also sehr, sehr schlau vorgebeugt.
Und dann haben wir ja aber noch das Thema, und das ist dieses zweite Thema, was dabei kommt. Content Creator, ihr seht es immer wieder in den Videos, wenn die sich einen neuen Battle Pass kaufen, wenn die sich irgendwelche Skins kaufen, haben anscheinend immer 15, 20, 30.000 COD Points auf ihrem Account. Und ihr glaubt doch nicht, Leute, dass diese Content Creator sich diese COD Points aus eigener Tasche kaufen. Die großen Content Creator bekommen so viele Vorteile von Activision. Corinne Savage, Scampi, Marcel Scorpion, Haptic, all diese Leute werden ja auch vorher schon eingeflogen. Bevor die Alpha und Beta rauskamen, hat irgendeiner von euch gewusst, dass wir plötzlich Videos davon abends um 18 Uhr haben? Ich hab's nicht gewusst. Und um 18 Uhr sieht man plötzlich 50 große YouTuber, mein Handy war voll mit den Feeds, weil ich den Leuten ja folge und gerne gucke, dass die auf einem Event waren und dass die irgendwie per Multiplayer online zocken konnten. Die Alpha in einem privaten Bereich zum Beispiel. Die werden vorher eingeflogen, die dürfen vorher in die Hotels. Für die wird das Game bezahlt, die kriegen COD-Points auf ihre Konten gut geschrieben, die kriegen den Content umsonst, sie kriegen die Möglichkeit, diesen Content Tage vor uns anderen normalen YouTubern und Content-Creatern hochzuladen. All diese Dinge will sich kein großer YouTuber auf dieser Welt unbedingt versauen, mit wenigen Ausnahmen. Das, Leute, ist der Grund, warum ihr bei richtig großen YouTubern auch sehr selten seht, dass die sich mit solchen Dingen richtig ernsthaft beschäftigen. Und denkt immer dran, niemand beißt in die Hand, die einen füttert. Niemand will das tun. Und deswegen, Leute, bin ich froh, dass wir ehrliche YouTuber haben, auch große in Deutschland, die dieses Thema kritisch beäugen. Ein Beispiel, Kugelmagnet Eddy, den kann ich euch nur empfehlen, der ist auch unten verlinkt. Absolut cooler Content Creator, hat so einen richtigen Bart, ist so ein richtiger Typ, der sich abends ein Bier nach der Arbeit aufmacht. Ich feiere den total, der spricht die Themen offen und ehrlich an. Man muss nicht immer mit jedem Thema übereins gehen, aber generell ist es so, umso größer der Content Creator, umso schwieriger wird es da wirklich zu glauben, dass der gerade all das, was er wirklich denkt, auch wirklich sagt. Lasst gerne ein Like da, ich habe euch unglaublich lieb, wir sehen uns bald, tschüss.